Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Vielleicht kennt mich noch der ein oder andere aus der, ja, Werbung würde ich nicht sagen, aber aus der Erklärung bezüglich Mediashop InstaChill oder SmartChill. Da kann man auf wundersame Weise mit etwas Wasser oder Eiswürfel über den Ventilator einen Raum runterkühlen. Natürlich nicht, habe ich auch explizit in den Videos immer gesagt. Deswegen der Vergleich zu einer Klimaanlage. Und jetzt haben wir hier so ein Klimagerät, die werden immer günstiger. Das hier hat noch nicht mal 200 Euro gekostet, also 199,99 Euro, der eine Cent. Ja, und ich habe jetzt hier einen Raum, ich habe den gerade gemessen, der hat hier 20,13 oder 20,13 Quadratmeter. Das Klimtech hier geht bis 60, also denke ich dementsprechend schnell, geht hier die Temperatur ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob ihr es an meiner Stirn seht. Wir haben jetzt hier 27,2 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 46%. Das ist brüllend warm hier, 31,3 draußen, deswegen auch die Vorhänge zu. Ja, und da habe ich jetzt dieses Klimagerät bekommen und habe natürlich gesagt, ich stelle es gleich mal vor, beziehungsweise erkläre euch, was es hier mit sich auf hat. Ich würde sagen, ich mache ein kurzes Intro und dann steigen wir ein mit den Spezifikationen und was sich in Bezug auf Kältemittel geändert hat. Bis gleich. Ja, ich habe ja eben schon erzählt, ist gerade angekommen und hier sind 27,2 Grad. Das heißt, hier möchte ich einfach die Temperatur senken, damit unser Sohn ein bisschen besser schlafen kann die Nacht. Und ich habe mir gleich aufgeschrieben, was es mit diesem Klimtech auf sich hat. Und zwar kann man hier kühlen und man kann hier einen Ventilator nutzen und logischerweise auch entfeuchten, weil das Klimagerät, das kennt man ja auch aus dem Auto, wenn unten das Kondenswasser rauskommt, die Luft muss erstmal von der Feuchtigkeit befreit werden, bevor sie kalt gemacht werden kann. Und ich habe jetzt nochmal exakt geguckt, was hier die Leistungsdaten sind. Man sieht es gleich, 2000 Watt bei 7000 BTU-H. Da habe ich mir aufgeschrieben, BTU-H heißt British Thermal Unit. Und zwar gibt es an die Energie, die man benötigt, um 1 Pfund Wasser um 1 Grad Fahrenheit zu erwärmen. Und bei der Klimaanlage ist es gerade anders darum. Und zwar steht das für die Kühlleistung pro Stunde. Ich habe geschaut, Testsieger etc., da war mal eine De'Longhi dabei oder auch mal eine, die heißt Corona mit K geschrieben. Und bei der Corona war auch 7000 BTU angegeben und ja, dann habe ich noch eine gesehen mit 9000, also die schlagen sich alle dort in diesem Segment rum. Jetzt geht es hier auch in Bezug auf Kältemittel. Ja, wir hatten ja früher das R410A, Mensch, ich komme wirklich ins Schwitzen, auch bei dem Knien hier, das ist ja halb Sport, und R410A war ja das Treibhauseffekt fördernde Kältemittel, also auch nicht gerade umweltfreundlich. Und jetzt hat man praktisch diese umweltschonenden mobilen Klimageräte, die auch noch günstiger sind als vormals. Ich kann mich als Kind erinnern, da ist so ein Ding auch gelaufen, aber 600 Mark aufwärts. Und ja, das funktioniert hier mit Propan, und zwar R290. Das ist eine organische Verbindung aus Kohlenwasserstoff. Wer kennt das nicht, wer einen Gasgrill hat, ist auch mit Propan. Und da gibt es einen guten Satz, den habe ich aus dem Internet. Mobile Klimageräte haben eine so geringe Menge Kältemittelfüllung, dass sich bei einer sachgemäßen Handhabung, das ist es wieder, keine Gefährdung von Personen nach sich zieht. Und zwar ist das auch geregelt in der DIN EN 378-1. Doppelpunkt 2014, da war dieser Wechsel von diesen ganzen Flüssigkeiten. Ich tauche da bei einem Zwischendurch-Video noch mal ein bisschen tiefer rein, aber jetzt erstmal Unboxing, wie kühlt es runter, damit wir nicht so viel auf Eimer haben. Ja, das kann ich im Grunde weglegen, weil wir gehen jetzt gleich ran, packen das mal aus, also ich zeige euch jetzt nicht, was da alles drin ist, sondern ich packe es aus, dann zeige ich es euch, dann schließen wir es an, gucken, wie das läuft, intuitiv, nicht intuitiv, ja, und dann zum Schluss einfach 20 Quadratmeter, wie viel Grad bekommt man in einer Stunde? Das ist das, was ihr sehen wollt und das zeige ich euch. Bis gleich. Ich kann euch sagen, es wird hier nicht kühler, es wird hier wärmer. Wir haben jetzt 27,4 durch das Licht und durch meine Arbeit.
Ich muss hier kurz was erwähnen bezüglich Verpackung. Richtig gut gemacht. Und zwar, das war außenrum um das Gehäuse. Die haben schon vorgedacht, denn manchmal sind diese Fahrer von den Lieferdiensten nicht gerade zögerlich mit dem Umgang. Wer kann es denen verdenken, bei der Hitze arbeiten? Und was toll ist, für all jene, die jetzt denken, sie müssen hier dieses Gerät aus diesem Karton raushieven, nein, man muss die Außenverpackung einfach anheben und dann steht das Gerät hier drauf, dann kippt man das leicht ab, beziehungsweise ein starker Mann hebt es hoch und irgendeiner zieht es unten raus. Das haben sie toll gelöst, also auch mal zum Erwähnen. Weg damit. Was haben wir dabei? Einmal ein Benutzerhandbuch für tragbare Klimaanlagen, wieder hier R290. Jetzt schauen wir mal hier, das ist deutsch. Ja, also hier ist alles drin, Einführung, Fernbedienung, Ausbau, Evakuierung, keine Ahnung, Schulung, was hier alles ist. Ja. Gibt es da auch Bilder? Ja, Main Air Conditioner Unit, Hot Air, also die Bezeichnungen sind auf Englisch und auch die Fernbedienung ist hier auf Englisch erklärt oder in englischer Sprache. Hier haben wir so eine ganz normale Klimtech hinten mit Batterien, zweimal Triple A. Die haben sie aber schon beigelegt hier, Pan Liepen. Die legen wir dann gleich ein, die mache ich mit dem Messer auf. Ansonsten hat man noch sowas und man hat noch sowas und dann hier mit zwei Schläuchen. Und dann haben wir noch hier was und eine Dichtung. Wo ist sie denn jetzt? Da unten. Ach, komm her. Eieiei. Jeder Schritt so viel. Sowas und eine Dichtung. Da muss ich mich jetzt erstmal durchlesen, wie man das anschließt. Und dann schauen wir uns nochmal kurz das Gerät an sich an. Habt ihr das gut im Bild? Das geht, ne? Ich bleibe einfach so. Wir haben hier ein Kabel. Das dürfte vorneweg, ich schätze mal, 2 Meter sein. Grob geschätzt. Hier an der Seite haben wir das ist also jetzt nicht hier was mega energiesparendes, 20,05 kW, EER 2,61 Kilowattstunde bei 60 Minuten 0,78 und Dezibel haben wir 65. Alles mit wahrscheinlich CE, da unten haben wir nochmal die ganzen Daten, da bücke ich mich jetzt nicht runter, Leute. Das könnt ihr dem Internet entnehmen. Hier hinten gehe ich schon stark davon aus, da wird man was abdrehen können, ja. Da muss ich dann gucken, was da dran kommt. Es kommt ja hier die Hutze wahrscheinlich dran, das ist die hier. Und dann kommt der Schlauch dran und da wird man schauen. Hier haben wir noch ein Kabelmanagement. Da kann man das Kabel teilweise, wenn man es doch nicht so lang braucht, einfach einhängen. Ja, was haben wir auf der anderen Seite? Nichts. Da haben wir, was geht da ab? Das ist so ein Filterelement. Ich denke, das muss man regelmäßig auch sauber machen. Das saugt ja hier die Luft an oder lässt sie raus. Ich würde sagen, hier saugt er an und hier lässt er raus. Müssen wir mal schauen, wie es funktioniert. Ne, hier vorne hat er ja auch noch die Lamellen. Ich denke, die kann man bestimmt auch noch einstellen, damit die sich drehen. Werden wir schauen. Was haben wir hier vorne? Wir gehen mal ein bisschen näher. Ihr seht das jetzt nicht, ne? Noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher. So, jetzt sehen wir das. Und zwar haben wir hier Full High Power. Dann haben wir hier Temp Plus, Timer, Mode, Speed und Timer. Mehr war es nicht. Da gehen wir später nochmal alles ganz genau durch. Wir haben 27,6. Ich beeile mich, ich schließe das Ding an. Wir lassen es zum Laufen kommen und dann messen wir einfach in einer Stunde. Bis gleich. In der Zwischenzeit haben wir 27,8 Grad, also es wird nicht besser. Ich habe jetzt soweit alles angeschlossen. Das Einzige, was bei mir noch fehlt, ist eine Fensterdurchführung. Da ist praktisch schon so das Rundteil. Das ist für das Fenster. Da kann man sich dann einfach so einen Kunststoffschieber kaufen. Die gibt es meistens in Büros, dass da eine Klappe dran ist, dass es zwar rausgeht, aber nicht rein. Und da muss man halt schauen, was man holt. Da gibt es unheimlich viele verschiedene Dinge. Ich verlinke da mal auf Amazon. Ich muss mal schauen, da werde ich mir auch was bestellen. Da war letzt was im Angebot. Das ist aber jetzt ausverkauft. Solche Abschlussteile für gekippte Fenster. Da muss man jetzt einfach mal schauen. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen. Solltet ihr auch machen. Ich kann euch aber ganz kurz erklären, um was es geht. Das ist hier dieses viereckige Teil. Das wird einfach von meiner Beinseite nach innen reingeschoben. Das ist überhaupt kein Problem. Und dieser Flexschlauch hier, der klemmt ganz normal über diese Außenraster hier rein. Also das kann man normalerweise ohne Probleme hier anschließen. Ansonsten haben wir noch ein externes Wasserablaufsystem. Das muss ja praktisch Kondenswasser aus der Luft rausziehen. Und dann könnte man, wenn man jetzt das irgendwo hat, wo man vielleicht ein Waschbecken hat oder einen Wasseranschluss, könnte man hier das einfach aufdrehen. Ja, und dann hat man hier die Möglichkeit, sich hier mit dieser Gummidichtung innen drin, die habe ich jetzt hier noch drin, da kann man sich dann praktisch gratis hier drauf schrauben, nimmt dann hier sein
Tötel drauf, der oder der andere, und dann legt man sich das praktisch ins Waschbecken oder in den Wasserabfluss. Das ist der externe Wasseranschluss. Und zwar gibt es aber auch einen internen, das habe ich nachgelesen, da muss das hier zubleiben. Und der hat hier vorne eine Kontrolleinrichtung, also der gibt Kontrolle, wenn das Wasser voll ist. Und da muss man hier unten, da ist so ein Gummistopfen, ganz unten. Und zwar sieht der so aus, das ist so ein Propfen. Und der muss an der untersten Stelle gelöst werden, wenn das sagt, hier Wasser ist voll. Und dann stellt er einfach ein Behältnis drunter. Oder hebt das kurz irgendwo hin, aber heben ist nicht gut, weil das Ding ist sakrisch schwer. Ja, das war eigentlich alles. Das ist nicht kompliziert, nicht komplizierter, als ich das in Erinnerung hatte. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal her. Wir schauen jetzt hier, ihr könnt das sehen, 27,9 Grad, huiuiui, immer noch 46. Und wo stelle ich das auf? Am besten in die Mitte vom Raum circa. Da muss ich mal gucken, das hole ich dann immer mal wieder zurück, weil es ist doof in die Nähe von der Anlage. Ich stelle es auf den Schreibtisch und dann starten wir mal die Maschine. Ich brauche erstmal Strom. Ich habe jetzt hier ein Verlängerungskabel und rein damit. Was gibt das Gerät als erstes Geräusch von sich? Jetzt knie ich mal vor euch nieder. Ihr seht mich wieder. Ich muss immer mal in die Kameralinsen, ob ich noch drin bin. So, was haben wir jetzt? Wir können das Gerät hier erstmal einschalten. So, ja, und das war's. jetzt müssen wir mal gucken. Kann man hier vorne diese Dinger hier aufmachen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, wir haben jetzt hier die Temperatur, da steht 22 Grad. Ja, jetzt können wir 23. Da hinten ist alles dicht. So, wir machen mal auf, was haben wir jetzt? 27,9. Und ich möchte jetzt den Raum auf 23 Grad, machen wir mal 22, sind wir mal frohmütig. Was ist hier mit diesen Klappen? Muss man die händisch? Ja, ich glaube schon, oder? Da kann man die Temperatur steuern. 21 Grad, was kann man hier? Da kann man Timer. Hier kann man sehr wahrscheinlich High, Low. Und was ist Full? Full ist wahrscheinlich der Wassertank und da ist der Timer, mehr ist es nicht. Full ist Wassertank, High and Low. Ja, das war's dann. Dann würde ich sagen, lassen wir das Gute laufen. Aha, wir haben hier noch die verschiedenen Modifikationen. Jetzt ist Cool. Dann ist Dehum, also praktisch wahrscheinlich Entfeuchten. Das ist nur der Ventilator, merkt man schon, ja. Da merkt man schon, jetzt kommt hier nur noch der Rest Kühle raus. Ja, aber schon die Umgebungsluft. Und jetzt machen wir hier wieder auf Cool-Funktion. Achtung, 22 Grad. Ah ja, und diese hier, die bewegen sich also nicht. Ich hatte jetzt gedacht, weil bei dem Insta-Chill, bei dem Preis, was der Insta-Chill kostet, hat er sich hier links und rechts bewegt. Aber das kann man einfach nur hier hoch und runter machen. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Ich würde sagen, wir lassen es geradeaus rauslaufen. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, wie lange er braucht, um den Raum tatsächlich auf 22 Grad runterzukühlen. Das interessiert mich. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier 18.40 Uhr und ich würde sagen, um 19.40 Uhr komme ich nochmal rein und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir starten jetzt um 18.40 Uhr mit 28 Grad. Das Ding kommt auf den Schreibtisch. Ich hole mein Thermometer wieder hierher. Geht noch das Licht? 25,7 bei 40% Luftfeuchtigkeit. Ich muss aufpassen, wenn ich meine Hand da Hand halte, geht das höher. Also nehmen wir mal 26 und dann haben wir 2 Grad Unterschied, etwas über 2 Grad Unterschied bei fast einer Stunde, bei einer Quadratmeterzahl von 20, etwas über 20. Ja, das ist ein guter Wert. Ich sage gleich zum Ton, das ist jetzt die Low-Stufe. Man kann auch hier noch in die High-Stufe, also hoch. Jetzt gibt er nochmal so richtig Gas. Schlafen kann man dabei. Da muss man aber auch dementsprechend, ja, geräuschunempfindlich sein. Ich hatte das ja teilweise schon bei Luftreinigern. Da wurde gesagt, ich kann nicht schlafen. Aber jeder hat ein anderes Empfinden. Der eine schläft halt, wenn ein Flugzeug startet neben ihm und der andere nicht. Es ist laut, keine Frage. Was hatten die hier angegeben? Ich muss nochmal schauen. 65 Dezibel, ich weiß nicht, auf was für eine Leistung sich das bezieht, aber
Ja, ich warte jetzt einfach noch mal hier 25,7 und wir warten jetzt noch mal eine Stunde. Und dann würde ich sagen, können wir uns so ein Ergebnis bilden. Man muss dazu sagen, es ist jetzt gerade keine Sonne hier, die jetzt auf das Zimmer scheint. Aber mit diesen dunklen Vorhängen hier ist das immer recht gut abgedunkelt. Was natürlich eine Möglichkeit ist, man schaltet das zu einer gewissen Uhrzeit ein, vorm Schlafengehen, macht dann die Fenster zu und lässt einfach so ein bisschen die Kühle wirken. Das klappt meistens auch, wenn der Raum einfach runtergekühlt ist. Also wir sehen 28 Grad draußen, 25,7 drin. Wir sehen uns wieder in einer Stunde. Da sind wir wieder. Nach noch einer Stunde, also jetzt insgesamt 2 Stunden, kann man jetzt schon sagen, 18.40 Uhr, jetzt haben wir 20.34 Uhr auf dem Thermometer. Ich mache Licht, na, geht es noch, 24,9, wir runden auf 25, haben gestartet mit 28. Also wir haben jetzt effektiv bei einer Außentemperatur noch von 25,5 Grad, heute war es nicht ganz so warm. Haben wir jetzt tatsächlich 3 Grad runtergebracht bei 0,78 Kilowatt die Stunde. Und man merkt hier wirklich den Unterschied, wenn man im Treppenhaus jetzt ist. Dort ist es nämlich richtig warm. Es ist praktisch so eine stehende Hitze im Haus, weil das Haus hat sich den ganzen Tag aufgeheizt. Und dafür halte ich auch den Einsatzzweck geeignet. Das heißt, vor dem Schlafengehen, wenn die Sonne unter ist, einfach laufen lassen für 1-2 Stunden oder alternativ, wenn man das in einem Büro nutzt, kann man das natürlich auch laufen lassen. Man muss sich allerdings an die Lautstärke gewöhnen. Wir haben ja hier, wo steht es nochmal, 65 Dezibel. Das ist natürlich ja nichts, was man gerne nebenher laufen hat. Man hat dann dieses dauernde Brummen im Ohr. Aber wie gesagt, da muss man sich dann ein bisschen mit auseinandersetzen. Das war jetzt mein erstes Video bezüglich dieses Klimagerätes von Klimtech und ich werde auch noch Nachträge machen. Ich weiß allerdings nicht wann, in welchen Abständen. Das gibt es momentan für 199,99, also knapp 200 Euro bei Amazon. Link packe ich in die Beschreibung rein, da könnt ihr mal schauen, ob das was für euch ist. Ihr wisst jetzt, wie alles läuft, was alles dabei ist und wie effektiv das Ganze ist. Auch von der Lautstärke hört ihr jetzt wahrscheinlich auch mit dem Mikrofon, wie das hier abgeht. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, würde mich über einen Daumen hoch freuen und auch über neue Abonnenten. Aktiviert gerne die Glocke, der verpasst da keine weiteren Videos. Und dann wünsche ich allen, besonders den Dachgeschossbewohnern, einen kühlen Sommer. Es fragen mich ja immer wieder Leute, Guy, hast den Insta-Chill vorgestellt, ist das was, taugt das was? Da sage ich, das ist natürlich nichts im Vergleich zu so einem mobilen Klimagerät. Da müsst ihr euch dann damit auseinandersetzen. Hier ist halt, wie gesagt, die Lautstärke. Ja, das war's und bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal.